Ja, die müssten wir eigentlich kriegen, ne? Wenn wir ein bisschen Geduld haben hier. Dann dürfen wir uns nur nicht von ihm erwischen lassen. Dann haut er uns nämlich auf die Fresse. Das dauert, ne? Kann man die auch füttern? Die kleinen Viecher? Nee, der rennt dann weg. Ja, wir könnten jetzt praktisch immer zwischen dem Ankylo und dem großen Affen hier hin und her. So, der ist 340. Der ist 280. Was soll der Geiz? Neobeere zum Zähmen. Das dauert allerdings länger. Und hier, der ist auch cool. Ich würde die am liebsten alle auf einmal haben. Den können wir aber nur betäuben. Oh, und der hat auch gar keinen Bock mit uns zu spielen. Der hat überhaupt keinen Bock mehr drauf, mit uns zu spielen. Den können wir dann tatsächlich nur betäuben. Der wird uns nicht in Ruhe lassen. War halt einfach nicht so eine gute Idee, den irgendwie anzugreifen oder dem zu nahe zu kommen. Und ich denke, wir werden jetzt hier einfach sterben. Ich hoffe, der lässt unsere Base in Ruhe. Ja, wir haben volles Torpor bekommen hier. Dauert jetzt, bis wir wieder aufwachen. Stirbt doch einfach. Wäre einfacher, glaube ich. Haben wir irgendwie... Ich kann noch nicht auf mein Inventar zugreifen. Okay, den müssen wir uns dann holen, wenn wir... Betäubungspfeile haben, gute. Also den würde ich auf jeden Fall auch gerne haben, ne? Weil mit so einem Viech ist man halt auch echt schnell unterwegs. So, Torpor geht wieder runter. Na los, komm, steh auf, Kollege. Will noch nicht wieder aufstehen. Ist aber auch echt, da sind wir. So, erstmal ein Happen Essen hier. Ziemlich schlechte Laune. Wo ist der jetzt hier? Der ist genau hier. Ja, lassen wir den mal hier. Den bloß nicht hier. Wo ist der Große? Da hinten. Den wollten wir doch eigentlich uns holen. Aber dass die jetzt hier so zusammen abchillen, ist natürlich auch wieder Kacke. Oh, der läuft hier aber auch hin und her, ne? So, können wir an dem vorbei? Können wir. So, probieren wir es nochmal. Wow. Der darf uns, wie gesagt... Das dauert lange, lange, bis der gezähmt ist. Das dauert richtig lange. Bei allen beiden aber. Nur was soll ich machen? Wie gesagt, ich hätte gern so einen Flieger, aber da gab es ja hier irgendwie gar keinen von. Reicht der 280er nicht auch? Das dauert halt sehr, sehr lange. Oh mein Gott, ist dann halt so. So ein Vögelchen gab es hier gar nicht, leider. Und der Prime-Dodo, der steht, seitdem der uns vorhin gekillt hat, steht der hier einfach rum, ne? Und macht nichts außer kacken. So, was haben wir hier hinten noch? Okay, hier ist so ein Schweinchen.
ein Vogel. Ist eigentlich echt schade, ne? Muss man ja mal so sagen. Weiß ich nicht, ob sie es angepasst haben oder ob es an der Mod liegt. In Ark Vanilla sind hier immer solche Vögel gewesen. Aber wirklich kein einziger. Hier sind viele Dodos, hier können wir dann noch Hide einsammeln. Aber ich würde echt ja... Aber wie lange wird das dauern, bis wir da den Gorilla gezähmt haben? Das dauert ja locker mal eine Stunde oder so. Aber ansonsten können wir nicht viel machen. Wir könnten mit dem Boot rüber, aber wir haben ja auch nicht wirklich Betäubungspfeile. Also wir müssen so einen Ankylo zähmen oder so einen... Oder wir machen Betäubungspfeile. Können wir schon welche machen? Oh, noch ein Prime-Dodo. Vorsicht vor Prime-Dodos. Und du stehst hier, ne? Du stehst hier. So. Hier nochmal eine Beere reinschmeißen. Ja, so lange dauert das gar nicht. Also... Mal gucken. Würde ich halt schon in der Folge gern irgendwie machen. Aber uns werden die Metro Berries ausgehen. Der hat keinen Hunger. Mit dem 280er können wir öfters Bären reinmachen. Ist das ein Alpha-Hai oder warum hat der so eine rote Flosse? Eigentlich eine schlechte Idee, was ich hier mache, aber... Nee, machen wir mal nicht. Wieder Hunger, großer. Ich weiß gar nicht, wofür wir den überhaupt brauchen, aber haben will ich ihn auf jeden Fall. Und er tut einem ja auch nichts, ne? Er ist ja eigentlich ein ganz netter. Ich hab überlegt, dass wir mit dem, ich glaube, die können auch Bären sammeln oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die können sowas. Und die brauchen halt keinen Sattel, ne? Ja, also der scheint schnell zu gehen. Er ist jetzt so bei einem Drittel. Aber hier, der Kollege, der wird etwas länger brauchen. Aber so einen brauchen wir auf jeden Fall auch, um eben auch gut Narkoberis zu farmen und so ein Blödsinn. Und diesen anderen Affen wollen wir dann auch. Also die Affen wollen wir alle. Auch die kleinen, die großen. Wollen wir alles haben hier. Und die kann man nicht so, ne? Doch, kann man auch. Die sind halt echt eher ängstlich. Der andere, der, wenn wir denen zu nahe kommen, greift er uns an. Die rennen weg hier. Und der Kollege, dem interessiert gar nichts. Dem ist alles vollkommen egal. Aber mal so vollkommen egal. Hunger, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Jetzt haben wir ihm eine gegeben. Ich bin jetzt mal gespannt, wann der gleich noch eine will. Aber das war... Also ich bin der Meinung, das war mal anders. Den konnte man nicht so leicht hinterherlaufen. Die waren sofort aggro. Gigantophyticus. Zack, da
Da hat er schon wieder Hunger. Also das geht echt schnell, wenn wir uns jetzt hier nicht erwischen lassen von ihm. Haben wir hier ratzfatz einen neuen Kumpel gefunden. Er macht einfach wirklich nichts. Ganz dem hier schön. Jetzt haben wir ihn schon bei der Hälfte. Super, und der macht so, also was hat er eben gehabt? 85 Level, also 80 Level wird er noch machen, schätze ich. Und dann haben wir ein, ja, Level 250 Dino als ersten getamten, und das ist doch echt gar nicht mal so schlecht, muss man ja echt mal so sagen. So, was macht hinten der Ankylo? Den würde ich auch gern fertig machen noch. Das dauert halt, ne? Da brauchen wir dann auch vorher die Werkbank und so Sachen. Es wird, es wird. Mit dem, ich weiß gar nicht, ob wir mit dem so ein, oh oh, so ein Prime-Dodo killen können. Ich glaube fast nicht. Und es wäre auch echt schade, wenn der dann gleich drauf geht. Aber es ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Angekackt. Na Mensch. So. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Und das sollte nicht passieren. Und ich glaube sogar, dass jetzt der Taming-Balken wieder auf Null ist. Und das ist natürlich echt scheiße, ne? Wir hatten ihn schon so weit, aber jetzt sind wir ein bisschen zu locker damit umgegangen, einfach, glaube ich. Der... Das ist wirklich ärgerlich jetzt, Leute. Kommt er noch? Ah, ärgerlich, wirklich ärgerlich. Die ganze Zeit hat es ihn nicht gejuckt. Und jetzt ist der Taming-Balken aber auf Null, könnte ich wetten. Komm schon. Kleines Vieh. Ah, das ärgert mich jetzt schon wieder, weil die ganze Zeit lief so gut. Und? Nee. Cool. Sehr geil. Das heißt, ich denke mal so eine Beere noch, dann hat sich's erledigt. Da ist er. Gigantophyticus. Ja, cool. Ach, jetzt geht es wieder los mit Namen. Tja. Na, wieder hier. Mega kreativ sein. So, jetzt kann man erstmal auf... Das muss man ja auch immer alles machen. Als Aggression zu neutral, Aggression zu passiv und... War da nicht noch irgendwas? Kastrieren? Da sind wir aber auch, neue Sachen hinzugekommen. So! Da geht's los! Ich würde sagen, da machen wir mal ein paar Dodos kalt, oder? Hier, du. Ach.
der einen nur. Na, Dodo-Kite machen. Das ging fix. Machen wir doch mal, dann drehen wir mal eine Runde. Ich weiß nicht, ob wir diesen Prime-Dodo killen können. Wäre halt schade, wenn wir das Vieh gleich wieder verlieren, ne? Aber weglaufen, ich probiere das jetzt. Ist mir jetzt egal, komm. Prime Dodo können wir ja so mal platt machen, oder? Der kann gar nicht wirklich an uns ran. Das war ja mal gar kein Problem. Cool. Sehr, sehr cool. Small Experience Potion. Die heben wir aber auf. Die knallen wir später in einen anderen Dino rein. Also sowas gibt es dann hier auch wieder. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das jetzt von der Mod abhängig ist oder wie auch immer. Prime Height. Was ist denn das? Prime Height. Okay, die braucht man dann später anscheinend auch noch für was auch immer. Na dann mache ich doch den anderen Prime Dodo hier auch gleich noch kalt. Da, den hier. So. Prima. Primeheit? Ja, das ist wieder ein bisschen Primeheit. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Bisschen Gesundheit, bisschen hier. Wo war denn aber, wo hat er denn die Potion her? Sehr nice. Wirklich sehr, sehr nice. Kann der jetzt eigentlich auch sammeln? Ja, der kann auch sammeln. Das ist eigentlich auch schon cool. Also brauchen wir uns vorerst, wenn wir dann Kibbel haben, können wir uns das cool kümmern. Aber wie ihr seht, der sammelt ja schon ganz gut Bären und so. Der sammelt ja schon ganz gut Bären. So, da gibt's Chitin. Bei den Dingern gibt's doch immer Chitin. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die flüchten auch immer. Komm mal her hier. Für dein Chitin. Sind aber auch zäh, die Dinger. Komm mal her hier. Krieg ich den nicht tot, sag mal? Was ist denn bitte für ein Level? 360. Aber... Jawohl, den Chitin und Öl und Perlen. Sehr cool. Also, dass wir jetzt hier mit Donkey Kong unterwegs sind, hat uns schon enorm weitergebracht. Hat sich auf jeden Fall erstmal richtig gelohnt. So, jetzt machen wir mal hier alles kalt. Um die Ressourcen zu sammeln. Level hier machen. 1, 2. Level 43. So, hier, du. Ich würde halt auch gern einen zähmen, hatte ich ja gesagt. Ne? Der dient dann so als Kühlschrank fürs Fleisch. Oh, hier laufen noch ewig viele rum. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir hier irgendwie so einen Pteradon finden, ne? Hier ist noch ein Ankylo. Sieht cool aus. Da ist ein Trike. Legen wir uns mit dem Trike an, Leute. Oh, jetzt packen wir das zusammen. Nee, erstmal legen wir uns auch mit dem Trike nicht an, weil hier der Titano in der Nähe ist. Ja, ich würde fast sagen, wir müssen mal dann...
ich würde fast sagen, ich werde mal vielleicht sogar offscreen ein bisschen Chitin sammeln gehen. Durch diese Trilobites hier und ein bisschen was an Ressourcen ranholen, damit wir dann vielleicht in der nächsten Folge gemeinsam uns auf die Suche nach so einem Vogel machen können. Das halte ich gar nicht für so eine schlechte Idee. So, wir haben hier erstmal mega viel Krams wieder. Den ganzen Kram hierher, weiß auch keiner. Was ist mit dir los? Chill dich mal hier rauf, Kollege. So, ich sortiere mal hier aus. Müsste ja jetzt alles, ja, ja. So. Narkobären haben wir auch schon ein paar. Das brauchen wir nicht. Primeheit. Sehr cool. Primeheit. Was auch immer man damit dann im Endeffekt tun kann. Wir werden es rausfinden. Öl, Chitin, die Perlen, das Fleisch. Den Rest getrost hier in die Ecke werfen, glaube ich. Wie war denn das nochmal? Irgendwie konnte man doch auch... Ich weiß es alles nicht mehr. Ich klicke das jetzt hier an, man konnte das auch irgendwie... Was willst du denn hier? Mach dich vom Acker. So, du kriegst hier noch zu fressen. So, jetzt wollte ich mal ein paar Dinge noch herstellen. Und zwar als erstes mal die Werkbank. Können wir die schon machen? Leder, Holz, Stein und ach so, Metall. Okay, für Metall müssen wir mit, da müssen wir, haben wir fünf Metall? Wir brauchen erstmal den Ofen, alles klar, wir brauchen den Ofen. Der Ofen, Stein, Feuerstein, Leder, Holz und Fasern. Müssen wir alles da haben. Hier kommt wieder einmal Metall bei rum noch. Wir brauchen 10 Metall, glaube ich, um ein Metall, 5 Metallbarren zu machen. Das heißt, uns fehlen noch ein bisschen. Ich glaube, 3 oder 4 Metall hatten wir. Aber das sollte schon klappen hier. So. So, den nehmen wir noch mit. Obwohl, die Hacke ist vielleicht kaputt. Haben wir was bei? Können wir es reparieren? Ich glaube nicht. Gut, aber vielleicht reicht das ja auch schon. So, was hatte ich gesagt? Stein, Feuerstein. Feuerstein haben wir. Oh, wir haben genau 10 Metall, das ist ja auch cool. Fasern. Ah, okay, wir brauchen noch ein bisschen Holz.
brauchen noch ein bisschen Holz. Oh, jetzt ist der Titano hier runtergelaufen. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Weil das nervt nämlich richtig jetzt, dass der hier am Rumfriemeln ist. Gefällt mir echt gar nicht, weil, ja, ihr seht's ja, jetzt backt der hier unten rum. Und wir haben auch einfach keine Möglichkeit, ihn hier zu entfernen. Wir haben nichts, damit wir ihn besiegen können. Das ist halt echt schade. Nervt er hier rum. So, jetzt aber. Werkbank. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Immer noch nicht. Aber wir haben kein Leder und... Ach, was sage ich denn? Werkbank, Schmelzofen war es. Wir brauchen noch 65 Leder. So, 65. Und jetzt können wir den Schmelzofen bauen. Da kommt natürlich dann Holz rein und Metall und dann wird er angemacht. So Leute, ich glaube, wir machen hier mal Schluss fürs Erste. Ich weiß wie gesagt nicht, ob ich jetzt offscreen noch ein bisschen Materialien farmen gehe, um dass wir das nächste Mal schneller vorankommen zusammen. Ja, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, hier mal wieder eine Runde Ark zu zocken. Und es wird auf jeden Fall definitiv weitergehen. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.